Also Meloboards ist nicht ein neues elektrisches Skateboard, sondern es ist wirklich ein neuer elektrischer Antrieb. Das heißt, es ist ein Antrieb, den man unter jedes Deck schrauben kann, egal welches Deck. Der Motor befindet sich hier direkt in den Rollen drin, das heißt, es ist ein Direktantrieb. Im Vergleich zu Riemenantrieben wie bei anderen Skateboards kann man hier auch pushen, selbst wenn der Akku leer ist. Man nimmt einfach die Batterie, steckt sie mit einem Klick rein, drückt auf den Startknopf, drückt auf den Home-Button, das Ganze verbindet sich. Ich habe hier mal das Meloboard getestet, das ist dieser Antrieb am Skateboard. Es geht ziemlich schnell los, wenn man es nach vorne macht. Aber man muss dazu sagen, wenn man nach hinten drückt, dann bremst es auch ziemlich smooth. Also alles in Ordnung. Es gibt mehrere Teile der App. In Zukunft soll es eine Community-Funktion geben, wo auch jeder quasi miteinander interagieren kann. Ja? Also was bringt dir einen Drive, den du einfach nur selber hast, als wenn du auch die liebsten Fahrtwege, die du hast, mit anderen teilen kannst. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal eine Funktion, dass du sehen kannst, wie viel bist du gefahren, wie ist deine durchschnittliche Geschwindigkeit, aber in Zukunft vor allem halt auch die Fehlerbehebung. Das heißt, du kannst über die App deinen kompletten Drive auslesen lassen von uns und wir können dir sagen, wie deine Elektronik funktioniert, ob der linke Motor schneller läuft als der rechte und du kannst entsprechend dann auch ein Update einfach auf den Drive ziehen, um entsprechend Fehler zu beheben.